Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Petershausen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Zuständig für alle Viecher. So, wir haben jetzt die Äpfel gerettet vor dem Fernando, weil der Fernando hat den Kiebel einfach so hochheben, gell? So schaut's aus. So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir sind in Petershausen auf der Alpaca Ranch beim Gerhard und bei der Angelika. Angelika gehört zum Gerhard. Hat sich gedacht, sie heiert einen Gescheiden, weil er eigentlich gelernter Bankkaufmann war und eigentlich auch Geld verdient hat, ja, gell? Was Gescheites gemacht jetzt hat. Gibt es aus. Jetzt gibt es aus. Ja. Du bist ein Verrückter, oder? Ja, mei. Aber jeder, man lebt bloß einmal, gell? Jeder hat sein Hobby. Wie lange hast du denn das Hobby schon? 7 Jahre. 7 Jahre. Wie hast du die Leidenschaft überhaupt einmal zu den Alpakas gefunden? Ja, durchs Fernsehen. Wir waren es wieder. Fernsehen, ja. Und live, dreimal live gesehen und dann habe ich einen Fernando gekauft. Und das ist der Fernando, das ist der große Star. Warum eigentlich? Weil er selber seinen Kiebel hochhebt. Weil der ganz einfach aus der Art schlagt. Inwiefern? Normal sind die alle, sind Wildtiere, aber er nicht. Er ist ein Schmuser. Sind das solche Charakterköpfe? Ja, ja. Wirklich? Ja, ja. Da ist jeder anders? Ja, ja. Wie heißen sie denn? Alle 5 hast? Das ist der Pedro, der Braune. Die Weiße ist die Carmen Sita. Das ist die Mutter von der Luna. Ja. Und der Schwarze ist der Sandro. Und das ist der Hugo da. Der Hugo ist einer. Wer ist der Hugo? Was ist denn das für eine Art, Gerhard? Was ist das denn? Das sind Nandus. Nandus kommen woher? Die kommen aus Argentinien. Hast du die aus Argentinien hergebracht? Nein, die sind aus Gerolsbach. Aus Gerolsbach? Wie kommt jetzt das? Sind hier lauter Züchter anwesend? Ja, ja. Züchter. Ganz viele Narisch. Und wie ist das bei dir so? Wie oft musst du vorbeischauen und der Fütterung beiwohnen? Nie. Du machst alles du, Gerhard? Ja, das mache ich alleine. Rentner haben doch Zeit. Ja. So, aber so schaust du gar nicht aus wie ein Rentner hin. Ja, danke schön. Bitteschön, gern geschehen. Das Gelände hast du dann noch mal genommen, hast du gesagt, und jetzt fange ich an. Ich meine, man muss ja irgendwann mal anfangen, Gerhard. Das ist ein Gemeindegrund da, ja. Und die andere Hälfte ist Beiwagrund. Mhm. Hat da jemand gesagt zu dir, Gerhard, du hast einen Vogel? Das haben schon mehrere gesagt. Da habe ich einen. Schon, oder? Ein Hugo. Aber was fasziniert dich jetzt an diesen Tieren? Ja, die Viecher einfach, ja. Ich habe mit den Alpaka angefangen, dann sind halt Daumen und Hosen dazugekommen. Schauen wir noch. Und dann die Ziegen, Vögel sowieso. Kommt da nur mal was dazu? Nein, also, das war jetzt so ein Schrei, dass du dich selber überreden musst, oder? Weil locken tat die schon noch was, oder? Ja, mei. Was war denn nur so ein Traumtier? Ja, ich habe bloß einen Jahresvertrag von der Gemeinde. Jetzt kann ich da nicht so machen, wie ich will. Aber sonst wegen dem Blut heißt es schon noch. Sonst war vielleicht noch andere Sachen da. Was tatet die nur? Waschbären, da, die haben gut gefallen. Nein, ein Waschbär? Ja, aber da brauchst du ein Weibel auch dazu, sonst ist er einsam. Ja, freilich. Ja, und dann wird es wieder meinerer. Immer mehr, gell? Ja, ja. Du, erklär mir also mal das Tier Alpaka. Also, was ist da so besonders dran? Bedarf es einer besonderen Pflege? Ich komme aus Bolivien, ja. Peru und Chile. An Fernando, seine Vorfahren waren, oder kommen aus Bolivien. Und die sind sehr ruhig. Ja. Ruhige Viecher, keine Hektik. Und sind pflegeleicht, braucht man nicht bürsten, wie ein Pferdl oder sonst irgendwas. Wirklich nicht? Nein, das machen die selber. Die walzen sie wieder im Gras drin und machen sie wieder selber sauber oder wenn es regnet. Mhm. Und einmal im Jahr, wenn es geschert. Ach so, wieso steht er auf blond oder was? Was? Der Fernando steht auf blond? Ja, ja. Und dann sagst du zu mir, ich soll vorbeikommen und Fernando anschauen. Danke für nichts, Gerhard. Ja? Oh, schau, jetzt ist er schon. Oh, jetzt wird der Gerhard von ihm. Wenn du blond warst, da ist der Bussi gerade. Wirklich? Wie kommt denn das? Ja, ja gut, da ist Herrchen, oder? So ungefähr. Das ist schon klar. Der lässt sich wirklich sein. Die anderen kommen gar nicht zum Streicheln. Ja, werden sie halt geschoren und werden sie auf den Tisch draufgelegt, auf den großen. Brauchen wir 4 Mann. Einer hebt die vorderen Füße, einer die hinteren Füße, einer den Kopf und dann geht's los. Die Klauen? Genau so, 3 bis 4 Mal im Jahr. Aber sind zufrieden mit der Vegetation hier ja, in ja.
Und Petershausen? Ja, aber Sonne wollen sie eigentlich nicht so. Wirklich? Das ist das ideale Wetter da. Aha. Und im Sommer sind sie dann hauptsächlich im Schatten, im Stall. Verstehen Sie denn jetzt alle so? Also ja, sind ja doch besondere Nachbarn. Geißler, Hosen, Tauben. Ja. Laufen untereinander. Ich habe mal gehört, mit denen kann man auch spazieren gehen. Ja. Geht das? Gehen die einfach so mit jemand? Ja, jetzt nicht mehr. Fernando bin ich marschiert am Anfang, aber. Selten. Und die, wenn ich jetzt einspanne, dann ging es kein Meter. Dann muss man üben. Kann man wahrscheinlich viel. Aber wenn ich allein bin, ist mir das viel. Aber das ist doch schön, wenn man da so herausen. Du schaust deine Tiere zu, oder? Ja, eben. Kommt der überhaupt noch heim zu dir dann? Ja. Doch, zu den Mahlzeiten. Wirklich? Essen und schlafen. Kriegst du dann auch bloß Karotten und Äpfel oder was? Das ist ein besonderes Futter. Kriegen die sonst anderes Futter oder langt ihnen das? Eigentlich Gras und Heu. Mhm. Das langt ihnen einmal und Karotten sind halt ein Leckerli. Da kriegst du jetzt immer Besuch. Komm mal bei dir einfach gleich so vorbei und schau mal um. Ja, sonst hätte ich gar nicht 5.500. Wie viel? 5.500 Besucher letztes Jahr. Mei, das sind aber auch schön. Das ist was Jungs, oder? Ja. Oh mei, schön. Und die Luise. Diese Tierliebe. Das ist gleich weitergeben. Die Momo. Zu dir, oder was? Das ist Nachbarin. Ach, die Nachbarin. Hallo, Frau Nachbarin. Du darfst ruhig herkommen, Frau Nachbarin. Und ihr Mann betreut unsere Viecher, wenn wir mal wirklich verreisen. Also es ist ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ne? Wenn du mal in einen Urlaub wollt, wo ja auch ein Rentner dürfte, ja, dann kümmert sich wer anders drum. Ja, ihr Mann. Ah, schau her. Die Nachbarin ist auch eingebunden und der Nachbar. Wir stellen uns mal schnell zusammen, machen ein schönes Foto und gleich sehen wir uns wieder, liebe Zuschauer. Darfst du ein Foto machen? Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Petershausen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Wie viele Tauben hast du jetzt du? Ja, viel zu viel. Es ist alles zu viel. Ja, die vermehren sich wie nochmal was. Das sind aber besondere Tauben. Das sind Pfautauben, ja. Haben sie auch als Hochzeitstaube. Ja. Und du hast auch einfach so da mit auf dem Gelände. Ich will doch nicht. Hast du das alles selber herbaut? Ja, das ist auch mein Hobby, Holz zaubern. Ist halt dann einfach mehr geworden. Aha. Wer kommt jetzt da alles zu dir? Ja. Familie und Kinder, wenn du. Ja. Was ist denn? Ja, mal da rein. Ja, Stallung. Was ist? Die haben ihr Klo, haben sie da ausgesucht. Dann gingen die auf einen Quadratmeter, gingen die aufs Klo. Und da drin im Weg, jetzt hast du überhaupt nichts rumliegen wie ein Schaf oder eine Ziege, sondern in 5 Minuten hast du zusammengeräumt und streist wieder. Die markieren ihr Toilette? Ja, die alle 5 auf einen Quadratmeter. Das ist ja interessant. Das ist das Angenehme, ja. Ja. Weil sonst war alles voll da. Das heißt, du musst immer bloß 2 Stellen putzen? Ja, 3. 3. Da hinten haben sie auch noch markiert. Die brauche ich nicht. Ja? Der Wiesen. Du und die Nandus, wie pflegst du jetzt die? Die sind einfach da. Die brauchen gar keinen Stall. Und bei minus 10 Grad tue ich es halt da bei den Ziegen rein. Ja. Aber die wollen nicht in den Stall rein, die wollen draußen. Die legen sie hin und dann läuft das Wasser direkt drüber weg. Die haben so dick haben die Federn, sind robust. Besondere Viecher, die sind ja so lang. Das ist ein riesen Tier. Und sind zu dritt? Zu dritt, 2 Weiber und 1 Mandel. Das ist für? 64 Eier haben sie gelegt letztes Jahr, die 2. Das macht der Mann auch recht gern, gell? Hat er gleich 2 Weiber. Der Fernando ist immer hungrig irgendwie, gell? Wie unterscheiden sich denn die? Also bis auf das, dass er jetzt eher zutraulicher ist, wenn das so Charakterköpfe sind. Gibt es einen Sturschädel, gibt es einen langsamer, einen bequemer, so wie bei den Menschen halt auch, wo? Ja, bequem ist der Pedro, der Braune. Aha. Und die Carmen Sita, die Weiße ist ein bisschen ängstlicher. Der Schwarze, der Sandro, der singt aber, wenn er geschoren wird und Krallen geschnitten werden. Wirklich? Der wuselt aber, jeder anders. Carmen Sita, wer hat denn diesen Namen ausgesucht? Ja, die habe ich alle 5 ausgesucht. Du? Carmen Sita, wie kommst du denn auf sowas? Ja, Internet. Südamerikanische Namen. So, da war er jetzt. Servus, Fernando. Gell? Mit der Wolle könnte man ja eigentlich gute Sachen machen. Gell? Die Alpaka-Wolle ist ja ganz was Besonderes. Ja, kannst du durchbringen.
Ob ich spinnen kann? Ja, spinnen tue ich, aber nicht im handwerklichen Sinne. Das kann ich nicht. Ich immer nicht. Schade eigentlich, gell? Ist ein Unterschied zur Schafswolle, oder? Schafswolle ist ein bisschen komplizierter, oder? Oder nicht? Viel weicher. Ja? Jedes einzelne Haar hat eine Röhre drin. Luftröhre. Ah, ich wüsste nicht, möcht das man gar nicht. Möchte man gar nicht glauben. Darum ist auch das Fett nicht drin, das Wollwachs nicht drin und fängt nicht an zum Stinken. Deswegen riecht es nicht, genau. Ja. Ja. Das war schon was, so ein bisschen Alpaka. Und ihr und die Nachbarin, ihr seid dann da, wenn die Herrschaften mal im verdienten Urlaub sind, oder? Natürlich. Immer da. Wir haben auch die Vögel hier, deswegen ist es so eine Partnerschaft unter den Männern. Ach, wir Damen halten uns da eher, glaube ich, ein bisschen raus. Vornehm. Aber wenn es doch da sind, die Viecher, dann ist doch auch was Schönes, oder? Ja. Das ist auch für Arbeit. Irgendwie muss ich auch beschäftigt sein. Genau. Ja, dann ist er verrammt, sagt man so schön. Ja, ist er aufgekommen. Aber das ist ja das, was du selber ausgesucht hast. Das ist aber dann schon eine sehr so eigenartige Geschichte, wenn man sein Leben lang im Büro gesessen ist. Richtig. Und jetzt ist man den ganzen Tag draußen. Ja, weil sie im Keller auch noch, das Rechenzentren haben es früher alle im Keller gemacht. Ja. Wegen der Bader Meinhof damals. Ja, ja. Da haben wir den ganzen Tag kein Licht gesehen und so weiter. Und dann bin ich da ein Naturmensch. Und dann haben wir den Traum erfüllt noch. Aber kommt das von daheim irgendwie? War dein Vater oder Landwirt oder was? Nein. Aber auch sehr tierlieb. Auch ja? Tierlieb, wir haben alles gehabt. Was hast du für ein Viech zu Hause? Hast du eine Katze? Zwei Katzen. Jetzt siehst du, ich hab gewusst, irgendwas ist daheim auch noch. Gell? Aber auch mehr leicht dann in der Handhabung, oder? Man ging ihren Weg. Katzen sind ja. Ja, doch, sie sind lieb. Doch. Was ist jetzt die meiste Arbeit? Rasenmähen. Aber dafür waren sie doch da, zum Anfressen. Das schaffen sie nicht. Du musst nur ein paar anschaffen. Und dann wollen sie aber ein nachwachsendes Gras, ein junges Gras und kein Holz. Aber sonst, mei. Und im Sommer geht es dann rund jetzt dann, oder? Da kommen wieder viele Leute. Ja, vor drei Wochen waren schon 90 da, weil das kalt ist. Dann 60, dann letzten Sonntag bloß 30, weil das Wetter halt nicht so war. Wenn es schön ist, dann kommen wir auch gewandert. Da kommen wir mit den Kindern weg. Zum Fernando und zu den anderen. Also, ja, vorbeischauen. Das ist aber wirklich die kleinen Zwergerl. Ja. Ich meine, für die ist ja so ein Tier riesig. Ja. Die stellen sich hin und füttern. Oder wenn es mit dem Kindergarten da sind. Ja, ja, da wenn 32 plus füttern dran, wenn es gängert. Die da kommen schon die Wurzeln. Da schauen wir her. Unsere Zeit ist leider schon vorbei. Aber liebe Zuschauer, einfach mal vorbeischauen in der Alpaka-Ranch hier in Petershausen. Also da sehen Sie nicht nur Alpakas, sondern auch andere Tiere. Der Eintritt war frei, aber man kann auch was Gutes tun. Jawohl. Gell, Gerhard? Also, habadiere Fernando. Pfiatti. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Petershausen. Wechseln auch Sie!